Ich stehe heute hier im wunderbaren Eupen und fahre den Ministerpräsidenten von Ostbelgien, hier der deutschsprachigen Gemeinschaft, 70.000 Einwohner. Und ich werde mit Herrn Oliver Paasch sprechen über das Thema Digitalisierung und digitaler Wandel und was es hier für diese Region bedeutet und wie er als Ministerpräsident dieses Thema pushen möchte. Ich freue mich sehr auf die Fahrt mit ihm. Herr Paasch, herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass ich hier mit Ihnen und diesem Tesla übers Fenn fahren darf. Ich freue mich total auf die Fahrt, genau im Hohen Fenn. Da können Sie ja gleich ein bisschen was, wenn wir da sind, ein bisschen was zu sagen. War ich ja auch als Dürner in meiner Kindheit auch mal öfters. Ja, wir sind sozusagen Nachbarn immer gewesen. Absolut, genau. Und war jetzt aber, glaube ich, auch 20, 25 Jahre nicht mehr da. Also freue mich sehr, sehr auf die Fahrt. Und jetzt ist vielleicht auch mal wichtig für Zuschauer und Zuhörer, dass Sie wirklich nochmal so erklären. Also genau, also sage ich mal, was ist Ihre Funktion hier als Ministerpräsident? Da gibt es ja auch noch so andere Regionen und deutschsprachige Raum darf man ja, glaube ich, nicht mehr offiziell sagen, habe ich eben gehört. Das ist eher dann Ostbelgien, wie es man mir gesagt hat. Also genau, es bleibt deutschsprachig. Genau. Also deswegen, wenn wir da jetzt starten, wenn Sie einmal kurz sagen, genau, also was zu der Funktion sagen, so was so ein bisschen die Aufgaben sind und wenn wir das dann so starten, das wäre toll. Ja, also Belgien ist ein föderaler Staat, ein sehr komplexer, bestehend aus verschiedenen Kulturen und Sprachen. Es gibt in Belgien, Sie würden sagen Bundesländer, ja. 5 real existierende, die Verfassung sieht 6 vor. Wir glauben, dass wir eigentlich nur 4 bräuchten. Da sehen Sie schon, wie kompliziert die Staatsstruktur ist, um es aber mal einfach zu machen. Es gibt die flämische Region, die Brüsseler Region, die wallonische Region, die französische Gemeinschaft und die deutschsprachige Gemeinschaft. Wir verfügen alle über eigene Parlamente, eigene Regierungen, eigene Ministerpräsidenten, sind ausgestattet mit unterschiedlichen Befugnissen. Wir sind hier als deutschsprachige Gemeinschaft das mit Abstand kleinste Bundesland, 854 Quadratkilometer, 76.920 Einwohner. Also im Grunde eine 920, wir das zählen ist sie super. Jeden Tag. Wir ja, zählen ja, sie jeden Tag. Es kann aber seit heute Morgen sich verändert haben, aufgrund natürlicher Entwicklungen. Okay. Das war die Zahl heute Morgen und wir sind trotzdem, und das macht aus uns etwas Besonderes, ein gleichberechtigtes Bundesland in Belgien. Wahrscheinlich die bestgeschützte Minderheit in Europa und weit darüber hinaus. Okay. Wir sind zuständig für Bildung, Sozialpolitik, Gemeinden, Sport, Tourismus, Kultur, Alten- und Pflegeheime, Krankenhausinfrastruktur und vieles andere mehr. Okay, super. So, und ich glaube, also Wirtschaft ist ja dann, glaube ich, irgendwie anders, dass es woanders geregelt hat. Ja, das ist eine Zuständigkeit der wallonischen Region. Warum ein anderes Bundesland auf unserem Territorium Befugnisse ausübt, erkläre ich Ihnen besser nicht. Okay, alles klar. Das würde die Sendung verlängern. Okay, verstanden. Trotzdem wäre es mir natürlich wichtig, also Ihre persönliche Meinung jetzt, ich meine, Digitalisierung hat ja sehr viel natürlich auch mit Wirtschaft zu tun. Wir sprechen auch gleich noch über Bildung und Kinder und so weiter und so fort. So, und genau, also sage ich mal, Ihre Meinung, wie ist jetzt hier der belgische Wirtschaftsraum jetzt gerade in Ihrer Region eigentlich jetzt, sage ich mal, auf die Digitalisierung vorbereitet. Es gibt ja Startups, die da jetzt ja rauskommen, die ja so ein bisschen auch sage ich mal, unsere traditionellen Unternehmen ja irgendwie angreifen. Wir haben große Player wie Google und Co., die ja da irgendwie auch in die Märkte reinkommen. Also genau, wo sehen Sie eigentlich die Herausforderungen und wo sehen Sie auch, sage ich mal, total selbstbewusst hier Belgien als Land oder Ihre Region eigentlich ganz gut aufgestellt? Ja, Belgien hat ja in den letzten Jahren massiv auch in die digitale Infrastruktur investiert. Trotzdem noch einen Nachholbedarf und deshalb auch ein neues Programm aufgelegt. Das ist zum Teil eine Zuständigkeit bei uns des Bundes, manchmal auch der Länder. Wenn ich jetzt hier unsere Region nehme, dann befinden wir uns in einem ländlichen Raum. Für uns ist Digitalisierung also eine sehr große Herausforderung, eine große Chance auch für die Wirtschaft, besteht sicherlich in der Grenznähe. Wir haben hier Grenzen zu Luxemburg, zu den Niederlanden, zu Rheinland-Pfalz, zu Nordrhein-Westfalen. Und in Grenznähe befinden sich sehr viele auch bekannte Forschungsinstitute, Universitäten wie die RWTH Aachen, die Sie ja sicherlich als Dürer noch auch sehr gut kennen. Ich habe da auch ein Semester studiert, aber habe es dann nicht geschafft und habe mich für einen Studiengang ein anderes Thema. Die RWTH besteht aber trotzdem weiter. Genau. Entwickelt sich übrigens, baut gerade den Campus Melaten hier aus, von dem wir auch profitieren werden. Ach so, okay. Ja, und die Unternehmer hierzulande haben natürlich die Möglichkeit, mit diesen Universitäten, mit diesen Forschungsinstituten,
Forschungsräumen sehr eng zusammenzuarbeiten. Okay. Wir glauben, dass die Digitalisierung gerade für den ländlichen Raum eine große Chance sein kann, wenn es gelingt, die notwendigen digitalen Infrastrukturen hier aufzubauen, die heute noch fehlen, sowohl was Mobilfunk als auch was Internetverbindungen angeht, weil über das Internet Dienstleistungen hier erbracht werden können, die ansonsten klassischerweise eher in großen Städten angesiedelt werden. Okay, verstehe. Wir wissen ja, dass es auf der einen Seite die Ballungsräume darunter leiden, dass zu viele Menschen hinziehen, klar, und der ländliche Raum mit Abwanderung zu tun hat. Wenn wir die Digitalisierung als Chance begreifen, kann es dazu führen, dass die Menschen von hier aus arbeiten und gegebenenfalls dann auch als Zulieferer auch für die Großstädte fungieren. Klar. Aber wie gesagt, auf der einen Seite... Oder für die Welt. Für die Welt insgesamt, ja, genau. Okay. Sie ist ja Bestandteil der Globalisierung. Genau. Und wir als deutschsprachige müssen diese Chance natürlich nutzen. Wir haben nicht die Befugnisse, die digitale Infrastruktur aufzubauen. Okay. Deswegen setzen wir uns anderswo dafür ein. Verstand. Auf der anderen Seite haben wir aber zum Beispiel Zuständigkeiten wie Bildung oder Kultur, wo wir unseren Beitrag leisten können. Jetzt ist ja auch das ganze Thema, also es ist ja in Deutschland ein Riesenthema, das Thema Start-up-Hype, wirklich, dass man sagt, in Berlin entsteht ganz viel. Ich bin jetzt auch im Ruhrgebiet, rede auch mit dem Minister Pinkwart hier zum Thema wirklich, also was passiert im Ruhrgebiet? Also es ist ja wirklich... ein bisschen, ich habe gestern DAX-CEO getroffen aus Bochum, der sagte, ja, das ist ja so ein bisschen hier die Region, wo eigentlich jeder sagt, ja gut, da bist du ja irgendwie verloren, wenn du hier wohnst. Und eigentlich ist es eben nicht so, weil hier eben ganz viele Startups sind und hier entstehen ganz viele neue Dinge und die Industrie ist hier. So, und wie ist das so hier in Ihrem, sage ich mal, Wirtschaftsraum? Also sind hier viele Startups? Tun Sie da mit den anderen Kollegen aus dem Wirtschaftsressort was dafür, dass hier sich Startups ansiedeln, dass die sich mit Unternehmen vernetzen? Was passiert da? Ja, wir legen großen Wert darauf, dass natürlich auch Startups hier in Ostbelgien oder in der größeren Umgebung, in der Region Masrhein oder der Großregion Saarlouis entstehen können, haben nicht die Befugnisse, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, machen aber so gut es geht Lobbyarbeit, dass man gerade auch diesen ländlichen Raum in diesem Zusammenhang berücksichtigt, weil er ja auch die Chance bietet, mit diesen Forschungsinstituten, mit diesen Universitäten eng zusammenzuarbeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine fantastische Lebensqualität anbietet, die für die Menschen ja auch von Bedeutung ist und sie dazu verleiten könnte, nicht nur in Großstädten Zentren oder auch Campusstrukturen für Start-up-Unternehmen zu schaffen, sondern eben auch hier diesen noch freien Raum dafür zu nutzen. Und ich glaube, dass das für die Menschen von Mehrwert sein kann, von Ostbelgien aus betrachtet, noch aktiver in diesem Bereich Neugründungen anzustreben. Okay, verstanden. Ja, kommen wir zum Thema Bildung. Das ist ja auch, glaube ich, Ihr großes Thema. Sie haben, glaube ich, einen speziellen Bildungshintergrund. Das ist, bevor Sie Ministerpräsident waren, waren Sie dafür? Für 10 Jahre lang für Bildung in diesem Gebiet. Ah, ja, okay. Also Heimspiel, das ist doch super. Also ich sag mal, Sie haben ja auch Kinder, wie ich gelesen habe. Also ich habe vier Kinder zwischen 1 und 11 Jahren und ich habe unsere Digitalministerin hier, die Dorothee Bär, ja auch gefahren im Change Rider. Und sie sagte, ja, also ganz wichtiges Statement hier in jede Schultasche eines Kindes in der Grundschule gehört schon irgendwie ein Tablet rein. So, also ich bin da so ein bisschen anders drauf und sage, okay, also fangen wir eher ein bisschen später an. Und ich glaube ja, das finde ich ganz interessant, würde ich mal gerne mit Ihnen diskutieren. Ich glaube ja, dass wir speziell in Deutschland unser universitäres Ausbildungssystem, aber das Ausbildungssystem, die weiterführenden Schulen und Grundschulen, dass wir dort eher Empathie, Sozialkompetenz und Kommunikation beibringen müssen. Das machen wir übrigens null. Übrigens, die Lehrkräfte werden übrigens auch nicht so ausgebildet, das ist auch noch wichtig. Ja. So, weil das sind einfach Themen, die eine Maschine und ein Computer und eine künstliche Intelligenz niemals machen kann. Ja, so, und dass wir eher lernen müssen da, ich sag mal, dass wir zwischenmenschlich besser werden. Und ich sag mal, die Kinder, ich sag mal, wenn die mit 10 Jahren mit der Digitalisierung starten, dann sind die so schnell und so aufnahmefähig, dass die dann auch mit, sage ich mal, 11 oder 12 Jahren ready sind und programmieren können und so weiter und so fort. Also wie ist da Ihre Sicht in Bezug auf Ihr Bildungssystem? Wo sehen Sie die Herausforderungen, wo sehen Sie die Chancen und was muss man eigentlich tun? Aus meiner Sicht müssen wir erkennen, dass es weniger auf das Gerät oder die Maschine als auf den Menschen ankommt. Und das gilt es im Bildungswesen zu berücksichtigen. Ich bin auch der Meinung, dass wir moderne Techniken im Unterricht einsetzen müssen. Wir waren übrigens die Ersten, die in einem Unterrichtsfach, also dem Geschichtsfach, flächendeckend Tablets angeboten haben, dann auch Online-Lehrpläne
verwendet und Online-Lehrbücher angeboten haben. Das ist übrigens Gegenstand eines Forschungsvorhabens der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Die haben uns hier als Labor erkannt. Dafür werbe ich auch uns als Labor in bestimmten Bereichen. Ist ja auch eine tolle Region, 75.000 Einwohner. Das kleines ist ja ein kleiner Gebiet, geschützter Raum. Kleiner geschützter Raum. So geschützt ist er nicht immer, aber klein. Okay. Und wir haben die Möglichkeit, sehr schnell Dinge umzusetzen, was in größeren Gebietskörperschaften sehr viel schwieriger ist. Aber wir sind nah dran, wir können schnell umsetzen und das ist auch für Forschungsinstitute interessant. Also ich bin schon der Meinung, dass wir diese Techniken einsetzen müssen. Aber es kommt für mich weniger auf die Technik an, als darauf, den Menschen auf eine sich permanent verändernde Gesellschaft vorzubereiten. Und da spielen die Dinge, die Sie angesprochen haben, eine große Rolle. Es geht um personale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, auch eine positive Einstellung zum Leben, die Bereitschaft, Veränderungen zu akzeptieren. Und auf der anderen Seite soziale Kompetenzen, die Möglichkeit oder auch die Fertigkeit, mit anderen Menschen umzugehen, positiv auf sie einzuwirken, zuhören können und so weiter und so fort. Also der Mensch muss in der Lage sein, in einer Gesellschaft Veränderungen zu akzeptieren und zu interagieren. Und ich glaube, das ist das Entscheidende schon in der Primarschule. Es geht darum, die wesentlichen Kernkompetenzen zu fördern. Lesen, schreiben, rechnen und auch sprechen, kommunizieren können. Denn das wird man unabhängig von sich entwickelnden Techniken immer brauchen. Und das ist auch die Voraussetzung, mit Veränderungen umgehen zu können. Und genau das bemühen wir uns vom ersten Primar- oder Grundschuljahr an auch zu tun. Sich auf das Wesentliche konzentrieren, Lernfähigkeit zu fördern, Methodenkompetenzen zu entwickeln, die Menschen darauf vorzubereiten, dass die Welt schon morgen nicht mehr so sein wird wie heute. Und da kommt es weniger auf das klassische Fachwissen an. Das ist von begrenzter Haltbarkeit. Klar. Wie wir wissen, genau. Sondern auf die Fähigkeit, sich immer wieder Neues zu entwickeln. Und wie sieht das konkret aus? Ich finde das super spannend. Wie sieht das konkret aus? Also wir haben mit einem Reformprozess schon im Jahre 2007 begonnen, der ist nicht abgeschlossen, indem wir Rahmenpläne entwickelt haben, die diese Prioritäten enthalten und berücksichtigen. Jetzt reicht es natürlich nicht, über einen Rahmen oder Lehrplan einen Unterricht vorzugeben. Es kommt entscheidend auch darauf an, dass die Lehrkräfte, die Lehrpersonen in die Lage versetzt werden, diese Philosophie auch im Unterricht, im Alltag zu verwenden. Das ist eine Herausforderung für die Lehrerausbildung, die wir bei uns an der eigenen autonomen Hochschule organisieren und die sich entsprechend auch anpassen muss. Toll. Und das heißt also, haben Sie dann da richtig, also wirklich diese also wirklich Bereich auf Sozialkompetenz und Kommunikation und also Sie haben ja gerade eben das Thema Veränderung genannt. Das ist ja das Schwierigste für uns Menschen. Veränderung ist ja immer Thema. Ja. So, aber ich sag mal, haben Sie da wirklich einen Lehrplan aufgenommen, dass die Lehrer dort darauf geschult werden, dass sie den Kindern oder Jugendlichen wirklich da auch wirklich diesen Prozess auch wirklich beibringen, dass sie sich Wir haben einen großen Wert auf die von mir eben beschriebenen Kompetenzen, die Kernkompetenzen, die fachlichen Kompetenzen, die Personal-, die sozialen Kompetenzen gelegt, auf die Veränderungsfähigkeit, auf die Lernfähigkeit, auf die Voraussetzungen für das lebenslange Lernen und müssen aber natürlich feststellen, dass bei der praktischen Umsetzung noch ein gewisser Nachholbedarf besteht, sowohl in der Erstausbildung als auch in Weiterbildungsprogrammen, die anzubieten sind für Lehrpersonen. Aber auch der Schwerpunkt ist völlig klar, die Grundphilosophie auch. Und wir werden hoffentlich erleben, dass das dann auch in der Praxis die Früchte trägt, die wir uns erhoffen. Ich habe Verständnis dafür, dass die Lehrpersonen sich mit gewissen Prozessen, auch Veränderungen, oftmals überfordert sehen oder fühlen. Und wir haben die Herausforderung, die Lehrpersonen mit dem, was notwendig ist, nicht alleine zu lassen. Wir müssen auch entsprechende Unterstützungsangebote organisieren, denn man kann nicht alles nur auf die Lehrperson abwälzen. Nee, das ist klar. Also ich glaube ja auch, wir kommen gleich nochmal zum Elternhaus, ne, was da auch dann die Aufgaben sind. Ne? Aber verstanden. Okay, also das heißt, da gehen Sie also, sage ich mal, auch mit denen, also gerade jetzt, wenn man sagt, man hat auch Lehrer, die vielleicht schon 20, 30 Jahre den Job machen, weil wenn die sich natürlich jetzt auch verändern müssen, ist ja auch wieder ein Prozess. Also die begleiten Sie eben, dass die eben da auch, auf die neue Welt entsprechend vorbereitet werden. Okay. Und das auch in Bezug auf jetzt
den Einsatz von digitalen Tools? Wie stelle ich mir das vor? Also ich sag mal, ich habe eben noch mit jemandem gesprochen, der sagte, ja gut, er wäre jetzt irgendwie, also das Thema Kreide und Kreidetafel, ich finde das ja immer super noch weiterhin, aber das ist jetzt immer noch in allen deutschen Schulen irgendwie drin. Jetzt hat man da ja auch ein Innovationsprogramm mal gestartet, dass man da was machen muss. Also wie, genau, wie bereiten Sie da das Lehrpersonal vor und wie, es ist ja auch budgetär wieder eine Frage, und wie starten Sie auch die Schulen aus? Also, ja, das ist ein Schwerpunkt unserer Investitionspolitik geworden. Zum einen die Infrastrukturen zu schaffen, also die Gebäude, die Schulgebäude zu sanieren. Sie werden hier keine heruntergewirtschaftete Schule mehr finden. Für uns ist das die absolute Priorität, den infrastrukturellen Rahmen zu schaffen. Dabei natürlich dann die technischen Voraussetzungen auch zu organisieren, die wir brauchen, um digital arbeiten zu können. Wir haben in Belgien die beste Ausstattung mit digitalen Medien überhaupt. Das hat eine Statistik vor kurzem noch einmal ergeben. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind also auf einem guten Weg, was die Infrastruktur angeht. Wie stelle ich mir das vor? Also wie sieht jetzt mal ganz praktisch, also was heißt das jetzt für so ein Klassenzimmer und für eine Schule? Also genau. Also wir haben mit den Schulträgern, so nennen wir das hier in Belgien, Vereinbarungen geschlossen, DG Online. Und angeboten, dass, wenn digitale Medien zum Einsatz kommen, das Bundesland einen entsprechenden Zuschuss gewährt, der manchmal 60%, in einigen Fällen sogar 100% beträgt, um die finanziellen Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, die ansonsten kleine Kommunen beispielsweise mit der Ausstattung hätten. Wir haben selbst ein Investitionsprogramm aufgelegt für die Sekundarschulen, damit auch dort die Infrastruktur geschaffen werden kann. Aber es bleibt auch in der Autonomie, in der Entscheidungshoheit der Träger zu entscheiden, mit welchen konkreten Medien, Tablets und so weiter sie arbeiten wollen. Nur wir schaffen den finanziellen, infrastrukturellen Rahmen dafür. Aber nochmal, man kann die schönste Ausstattung im schönsten Schulgebäude zur Verfügung stellen. Am Ende kommt es auf den Menschen an. Es kommt darauf an, dass die Lehrpersonen über die notwendigen Fertigkeiten verfügen, das, was notwendig ist, zu vermitteln. Und es kommt auch auf die Rezeptienz an. Es kommt auch darauf an, dass die Schüler in die Lage versetzt werden, das Ganze aufzunehmen. Und wir müssen die jungen Menschen darauf vorbereiten, dass die Welt nie mehr stehen bleiben wird, richtig, dass sie sich jeden Tag verändert und dass das, was in 10 oder 15 Jahren, wenn sie ihren Abschluss machen werden, Wahrheit ist, heute noch überhaupt gar nicht erkennbar ist. Das ist auch eine geistige Revolution, die da stattfindet, und das zu verinnerlichen, das zu vermitteln, das ist die eigentliche Herausforderung. Ja. Jetzt haben wir noch beim Wandel noch das große Thema, ich nenne es jetzt mal E-Government. Ja, so, also Frage ist keine rhetorische Frage, ich weiß es wirklich nicht. Kann ich meine Steuererklärung komplett hier digital machen? Wow, ich habe jetzt mit der Antwort nicht gerechnet. Okay, das kann man machen. Okay, gut, also beschreiben Sie mal, also der Weg dahin, und ich sag mal genau, und wie läuft es rein praktisch? Ja, Sie können Ihre Steuererklärung über das Internet, über ein entsprechendes Modul mit den entsprechenden Passworten natürlich verbunden ausfüllen und dann auch sozusagen einreichen, wobei das Einreichen ja nicht mehr physisch dann, das ist klar, zu verstehen ist. Aber es gibt die elektronische Steuererklärung. Darüber hinaus, glaube ich, sind wir weit fortgeschritten insgesamt in Belgien beim E-Government. Vieles ist mittlerweile digital möglich, nicht alles. Wir haben mit dem besonderen Problem der Sprache in Belgien allerdings zu tun. Genau. Die deutschsprachige Minderheit ist klein. Wir sind anerkannte Amtssprache in Belgien, aber leider ist es immer noch so, dass verschiedene Bundesministerien denen nicht Rechnung tragen. Das gilt beispielsweise auch für die Steuererklärung. Wir Deutschsprachigen können die Steuererklärung online ausfüllen in deutscher Sprache, aber viele erklärende Dokumente, die auch online verfügbar sind, sind nicht rechtzeitig übersetzt. Und das ist für uns eine permanente Herausforderung, Lobbyarbeit für die deutsche Sprache bei belgischen Bundesministerien zu machen, die eigentlich verpflichtet werden, diese Sprache anzubieten. Wo sagen Sie, wo haben Sie noch Nachholbedarf? Also was sind so, sage ich mal, jetzt typische Amtsgänge, wo Sie sagen, also die könnten wir eigentlich digital noch effizienter abbilden oder überhaupt digital abbilden? Und was ist genau, also was sind Es gibt immer noch, leider Gottes, in vielen Bereichen Formulare, die nicht online ausgefüllt werden können. Okay. Das hängt aber jetzt auch von der Behördenstruktur ab. Da gibt es ja in Belgien sehr viele zuständige Behörden. Also das im Einzelnen auf zu klamüsern, wie wir hier sagen, wäre jetzt sehr weit führen. Aber insgesamt, wir fahren ja gerade durch dieses hohe Fenn. Ich weiß nicht, Sie haben eben versucht, jemanden anzurufen. Ich bin erstaunt, dass die Leitung steht. Wir haben hier einen großen Nachholbedarf, sowohl was Funkverbindungen angeht, als auch Internetleitungen. Plädiere sehr dafür,
dass man bei der ganzen Digitalisierung die ländlichen Räume nicht außen vor lässt. Sie drohen sonst wirklich komplett abgehängt zu werden vom gesellschaftlichen Leben. Okay. Und ich plädiere dafür, dass wir auch bei der Digitalisierung mehr Europa leben. Werden es gesehen haben, wir waren eben ab und zu in Grenznähe, dann wechselt das Netz. Der sind Netz sie plötzlich auf dem deutschen Netz oder luxemburgischen Netz oder niederländischen Netz und manchmal sind sie im netzlosen Raum, weil wir uns zwischen den Ländern befinden. Wir haben ein Interesse daran, die digitale Infrastruktur in Grenzräumen gemeinsam zu organisieren, damit genau das nicht passiert. Und ich sage noch einmal, für den ländlichen Raum kann die Digitalisierung ein Problem sein, wenn die digitale Infrastruktur nicht stimmt, aber auch eine große Chance. Statt Abwanderung können wir hier Zuwanderung organisieren. Klar. Wenn wir die Chancen der Digitalisierung erkennen, wenn wir verstehen, dass von hier aus Dinge über Tele möglich sind, die vorher eben nur da, wo das Unternehmen in Großstädten sich befunden hat, möglich waren. Man kann Dinge ausladen, man kann Startups hier eine Chance geben, weil man hier Lebensqualität mit Modernität und Globalisierung in Einklang bringen kann. Das wird oft unterschätzt. Ich höre häufig, wir können uns das nicht leisten, in ländlichen Gebieten in digitale Infrastruktur zu investieren. Das Gegenteil müsste eigentlich richtig sein. Verstanden. Okay. Ach so, Sie wollten ja fahren. Also ich fahre jetzt rechts ran und Sie fahren doch, würde ich sagen. Dann stelle ich die letzten vier, fünf Fragen. Genau, dann fahren wir doch gleich rechts ran. Das ist doch super. Okay. Und dann brauchen wir auch kein Navi mehr. Das ist doch großartig. Ich kenne den Weg. Perfekt. Genau, das ist super. Thema Diversity. Gerade wenn ich mir das anschaue jetzt, ich sag mal in Deutschland, CEO-Posten, Geschäftsführer-Posten, ich würde sagen 98% von Männern besetzt, also wirklich klare Männerdomäne. Genau. Wie ist es in Belgien und wie ist Ihre Einschätzung? Also was können wir eigentlich machen? Also vielleicht auch wir als Männer, ja, weil ich kann die Politik auch einen Beitrag dazu leisten, dass wirklich mehr Frauen hier, sage ich mal, in der Wirtschaft aktiv werden und auch, sage ich mal, ins Top-Management reingehen und auch hier genau, vielleicht auch mehr gründen. Ja, der Alexander Frankenberg sagte, also unter 10% der Gründungen, die er über 500 Startups hier finanziert hat, sind also von Frauen geführt. Genau, also wie ist das in Belgien und was können wir tun, um das zu verbessern? Es gibt Nachholbedarf, aber es tut sich doch einiges. Also okay. Habe jetzt mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass Belgien zu den Ländern in der Europäischen Union gehört, wo die Gehaltsunterschiede zwischen Mann und Frau am geringsten sind. Das war nicht immer so, das hat sich also zum Positiven gewandelt. Ich kenne viele Frauen mittlerweile, die wirklich auch den Gedanken haben, selbstständig zu werden. Das kann man auch an bestimmten Statistiken ablesen. Und halte persönlich eigentlich wenig davon, Quotenregelungen einzuführen. Ich glaube, wir können den Frauen zutrauen, auch ohne Quote, selbstständig zu werden, Erfolg zu haben, sich in den Lebensbereichen, die sie interessieren, zu engagieren. Das gilt ganz besonders für die junge Generation. Da kann ich persönlich gar nicht mehr diese veralterten Einstellungen wahrnehmen. Frauen können das nicht, müssen zu Hause bleiben. Also mittlerweile tut sich doch auch in der geistigen Einstellung einiges. Jedenfalls in meinem Umfeld nehme ich das so wahr. Okay, super. Okay, perfekt. Ja, wunderbar. Das ist großartig. Jetzt, ich sag mal, wenn ich so mit Deutschland und auch Europa anschaue, ich weiß gar nicht, wie es in Belgien ist, also das Thema Scheiterkultur, das ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt mal an den amerikanischen Raum denke, total ausgeprägt. Ne? Also wenn man da wirklich gescheitert ist, ja, dann ich muss schon fast sagen, dann ist man wer, ja, dann hat man da was auch daraus gelernt. Und das ist ja positiv. Und in Deutschland ist es schon so, dass man da auch eher einen Stempel kriegt und sagt, nee, also wenn ich gescheitert bin, ist es auch eher schon mal kritisch zu sehen. Und wenn ich gescheitert bin, trage ich das überhaupt in den Lebenslauf ein oder so. Wie ist das in Belgien? Ist das, leider ähnlich. Also okay. Da unterscheiden wir uns nicht so sehr von Deutschland. Deshalb plädiere ich immer dafür, dass man auch das Scheitern als ein Bestandteil des normalen Lebens akzeptiert. Ich kenne keinen Menschen, der in allen Bereichen immer nur Erfolg gehabt hat. Und man sollte den Menschen eine zweite, manchmal auch eine dritte Chance geben und das Scheitern manchmal auch als eine Chance erkennen. Ich weiß, das ist ein Sonntagsspruch, ich glaube aber wirklich daran, weil ich es auch oft erlebt habe, in jeder Krise steckt eine Chance. Das müssen wir für alle Bereiche des gesellschaftlichen, auch des privaten Lebens, glaube ich, so erkennen. Okay, super. Gibt es eine Scheitergeschichte von Ihnen?
die sie teilen wollen, auch wo sie einen Beitrag leisten können im Sinne von Leute, traut euch mal eure Scheitergeschichten zu erzählen. Also ich würde mich jetzt tatsächlich nicht an eine besondere Scheitergeschichte in beruflicher Hinsicht jedenfalls erinnern. Ich weiß, dass ich irgendwann mal geglaubt habe, ich hätte keine Zukunft in der Politik. Das kann man in gewisser Weise als Scheitern betrachten. Habe ja zunächst Politik als Hobby betrieben, einen ordentlichen, ehrenhaften Beruf außerhalb der Politik ausgeübt. Der war? Was heißt der Beruf? Ich habe im Finanzwesen gearbeitet, nachdem ich mein Jurastudium und dann eine Spezialisierung in Finanzfragen abgeschlossen hatte. Bin eigentlich nicht davon ausgegangen, dass ich das immer zum Beruf machen würde. Okay. Verfügte damals aber über keinerlei Parteistruktur. Bin eigentlich so fast schon als freier Bürger in die Politik gekommen. Und als ich dann Minister wurde, fehlte mir eine ordentliche Basis, um weitermachen zu können. Habe dann eine freie Bürgerliste gegründet mit dem Namen ProDG. Habe sie immer weiter ausgebaut und mir meine eigene Basis dafür geschaffen, Politik weitermachen zu können. Das ist ja schon fast Entrepreneurship-Style. Ja, ja, mit einer sozialliberalen Philosophie. Also ich bin damals davon ausgegangen, wenn dir keine Partei wirklich gefällt, wenn du dich nicht zu einer zu 100% bekennen kannst, trotzdem Politik machen willst, musst du deine eigene Bewegung gründen. Und genau das habe ich gemacht. Das ist also auch so was wie eine Existenzgründung gewesen. Und ich war also zunächst der Meinung, das wird nicht funktionieren, du wirst bei den nächsten Wahlen nicht wiedergewählt werden können, auch nicht Minister bleiben können, und stelle heute fest, dass wir sogar den Ministerpräsidenten stellen dürfen. Insofern aus einem vermuteten Scheitern eine bis jetzt jedenfalls funktionierende Erfolgsgeschichte. Wow. Das zeigt auch, dass in jeder Krise eine Chance steckt. Ich muss sagen, passiert bin ich häufig leichte Gänse, also das ist nicht kalt. Also wow, das ist eine tolle Geschichte gewesen. Super, also herzlichen Glückwunsch. Toll, auch nochmal Entrepreneurship pur. Ja, super, ja. Muss auch was wagen. Großartig. Gibt es eine Geschichte, wo Sie, sage ich mal, wenn Sie sie jetzt erzählen würden, selber drüber lachen und wo Zuschauer und Zuhörer drüber lachen, im Sinne von peinlichste Situation, gibt es da was, wo Sie sagen, das können Sie teilen, dass wir hier nochmal für einen großen Lacher sorgen? Das gibt es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das in meinem Image steht, aber das muss es ja auch nicht im Rahmen einer Tesla-Fahrt. Ich habe mal auf einer, der fährt allerdings sehr gefährlich, auf einer Konferenz, einer internationalen Konferenz, rein zufällig Bekanntschaft gemacht mit einem gerade neu bestimmten französischen Minister. Mitarbeiter sagt mir, hör mal, da kommt der neue französische Minister, zuständig für diesen und diesen Bereich. Der würde dich gerne kennenlernen, hat gesagt, der Ministerpräsident ist hier, wir organisieren eine Bekanntschaft. Ich hatte mir aber tatsächlich dessen Bild nicht angeschaut, weil ich auch nicht wusste, dass ich ihn treffen würde. Und laufe dann in diese Gruppe, Kameras standen um uns herum und begrüße dessen Berater freundlich als Monsieur le Ministre, c'est un grand plaisir de faire votre connaissance. Beginne wirklich so ein Gespräch und neben mir steht der Minister und versteht die Welt nicht mehr. Das war also in dem Moment peinlich und ist auch noch von einigen Fernsehkameras aufgenommen. Hoffentlich wird es nie ausgeschlossen. Okay, alles klar. Wow. Okay, und das heißt also, jetzt ist immer die Frage, das ist natürlich schon, eine tolle Geschichte. Lessons learned daraus? Also ist es so, dass Sie jetzt dann vor dem Termin immer noch von Ihren Kollegen hier irgendwie DIN A4-Print vom Gesicht bekommen? Oder haben Sie vielleicht so eine Google-Glasbrille? Ja, in dem Fall hätte ich es nicht zu 100% vorbereiten können, weil ich überhaupt nicht mit der Begegnung rechnete. Sollte überhaupt gar nicht in meiner Nähe sein. Verstanden. Okay. Aber es zeigt mir, dass ich mir ganz grundsätzlich, ohne zu wissen, ob ich die Person jemals treffen würde, wahrscheinlich mal die Zusammenstellung der neuen französischen Regierung mit Passbild hätte angucken können, weil auch auf solche Situationen, die nicht wirklich vorhersehbar sind, sollte man vorbereitet sein. Heißt für mich auch ganz grundsätzlich, man muss sich auch auf Dinge vorbereiten, von denen man gar nicht weiß, ob sie jemals eintreten werden, und präventiv handeln. Ja, absolut. Okay, absolut. Ja, klar, also eine tolle Geschichte. Jetzt so das Thema, nochmal ein Appell an wirklich Zuschauer und die Zuhörer. Also wir haben ja schon ein paar Themen auch hier wirklich nochmal angesprochen. Das Thema natürlich in Europa, das Thema sich, sage ich mal, offen für den Wandel stellen. Aber gibt es jetzt da, sage ich mal, nochmal einen Appell, wo Sie sagen, hier der Mut macht, wo Sie, genau, den Sie einfach nochmal loswerden wollen? Für mich ist das Allerwichtigste, dass wir Mut zur Veränderung aufbringen. Wir müssen bereit sein zu akzeptieren, dass die Welt nicht stehen bleibt, dass sie sich permanent verändert und das sogar in einer exponentiellen Geschwindigkeit. Wir dürfen keine Angst davor haben, sondern müssen bereit sein, in diesen Veränderungen auch eine Chance zu erkennen und die
diese Chancen dann auch zu nutzen. Und das geht nur, wenn man präventiv handelt, wenn wir uns auch geistig bereit sind, umzustellen und, was uns jetzt hier betrifft, in der Bildung beispielsweise die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen. Okay. Mut zur Veränderung. Okay, verstanden. Okay, super. Nominierung. Jetzt kennen Sie das Format ein bisschen. Also das Wichtige ist ja, wir haben ja hier die goldene Regel, wir dürfen ja nur positiv nach vorne schauen und wollen die Leute ja begeistern, ja, da draußen für den Wandel, nicht nur Digitalisierung, sondern auch was, sage ich mal, sonst auch noch so da draußen passiert. Fällt Ihnen jemand ein, wo Sie sagen, hey, den würde ich gerne nominieren und warum? Warum sollte der hier sitzen? Zu diesem Format passt ja die Verbindung aus Technik und Mensch. Absolut. Und deshalb würde ich gerne den aktuellen Vize-Weltmeister und hoffentlich in diesem Jahr werdenden Weltmeister des Radisports, Thierry Neuwil, nominieren. Ja. Der stammt aus Ostbelgien, aus meiner Heimatstadt St. Vith, hat sehr viele menschliche Qualitäten, weiß aber mit Technik umzugehen. Gut. Und hat aus dem Nichts Fantastisches aufgebaut. Glaube, dass der zu den Themen, die wir hier diskutieren, einiges beitragen könnte und das auf eine sehr sympathische, bodenständige Art und Weise. Das ist super. Wir werden die Nominierung an ihn weitertragen und da fahre ich mit ihm gerne. Und dann komme ich nochmal wieder, dann treffen wir uns auf einen Kaffee. Und wenn er sie fährt, dann ist das noch viel spannender, als wenn ich das tue. Okay. Alles klar. Super.